einem gestandenen Oberfranken hier nicht die Tränen über die Wange kullern, dann wissen wir auch nicht mehr weiter. Das gute Bier und der schweißtreibende Arbeit von Brauern mühevoll bereitet, ergießt sich hier völlig sinnlos auf der Straße. Doch was genau ist passiert? Es fahren sehr viele Bierlaster aus Kulmbach in die Welt, weil wir einfach da einen guten Exportprodukt wohl aus Kulmbach haben. Und jetzt haben wir da das Problem, dass es dann nicht nur Fahrer der Kulmbacher Brauerei sind. Und dann ist man vielleicht auch ein Fahrer, so wie gestern auch, einer Spedition, einer beauftragten Spedition. Und der Fehler, den man jetzt da gesehen hat, der ist jetzt vermeintlich gering für denjenigen, der nicht weiß, wo das Problem liegt. Aber tatsächlich war das dann ursächlich, dass das Ganze ins Rutschen gekommen ist. Immer wieder rückt diese Kurve in das mediale Interesse. So auch in dieser Woche, als dieser Laster hunderte von Getränkekästen verloren hat. Sehr zur Belustigung vieler User im Internet, die das Ganze manchmal auch ironisch kommentieren. Das müsste sich doch schon bei den Bierfahrern rumgesprochen haben, wie sie die Kurve dort zu fahren haben. Den Fahrer erwartet ein lebenslanges Fahrverbot. Bier ist wie Gefahrengut zu behandeln und auf einen Bierlaster passt man gefälligst auf. Mensch, Männer, das kann doch wohl nicht sein. Ihr kennt die Kurve, ihr wisst, wie man damit umgeht, ihr wisst, welch wertvolle Fracht ihr bewegt. Aber dennoch verliert ihr immer wieder das Elixier, das die Ehe tausender Frauen rettet. Die Auffahrt musste für die Reinigungsarbeiten ganze 4 Stunden gesperrt werden. Die restlichen Kästen durch ein anderes Fahrzeug abgeholt werden. Personen sind nicht verletzt worden, aber der Schaden wird auf ca. 35.000 Euro beziffert. Aber wer trägt denn nun eigentlich die Schuld daran? Dieser besondere Fall ist, dass eine LKW, wenn man den belädt mit Bierkästen, dann gibt es bestimmte Richtlinien, die man beachten muss, wie man das dann eben genau zu sichern hat, dass eben die Kästen nicht in Bewegung kommen. Und jetzt hat es gestern sogar trotz vorsichtigster Fahrweise dazu geführt, dass dann eben die Ladung ins Rutschen gekommen ist und bei der Auffahrt dann durch die Seite durchgebrochen ist und sich dann mehr als die Hälfte der Kästen tatsächlich dann auf der Fahrbahn befunden hat. Immer wieder kommt es auf beiden Seiten zu Unfällen mit Bierlastern. Genau aus diesem Grund werden Fahrer von Speditionen von der Kulmbacher Brauerei mit Hinweisen für ein vorsichtiges Auffahren sensibilisiert. Vielleicht senkt das ja die Unfallzahlen in der Zukunft. Zusammengefasst kann man sagen, dass hier an dieser Stelle die Fahrer der LKWs nicht wirklich zu schnell unterwegs sind. Nein, es ist vielleicht ein bisschen die Kurve, ein bisschen die LKW selber und die Trailer, in denen das Bier aufbewahrt wird. Wie auch immer, es ist und bleibt Rohstoffverschwendung, wenn sich hier hunderte Liter Bier verteilen. Die sollten nämlich eher in unsere Kehle. Ach ja, und die Leute haben tatsächlich bei ihren Aufräumarbeiten was vergessen. Und zwar noch ganz. Deswegen würde ich sagen, für mich ist jetzt Feierabend. Ich gehe jetzt heim. Servus.